Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Prey. Ja, wir müssen die Geschütze holen, um irgendwie vor Frachtraum B die zu postieren. Nein, nicht ausfahren, einfach nur tragen. Die beiden haben wir jetzt von unten nach oben geholt und... Ja, ich habe auch einen Fehler in der Datei. Genau. Und sind jetzt eigentlich auf dem Weg, die... Ja, vor dem Frachtraum zu postieren. Aber so mit zwei Stück unterwegs zu sein ist... Ich glaube, der ist voll... Okay. Ich glaube, der... Doch, die sind doch beide... Gut, dann bringen wir erstmal den... Hier hin. Oh, Moment. Hallo. Hi. Diagnostiziere blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Nichts Lebensbedrohliches. Das hat aber weh. Sich bald wieder besser fühlen. So, oh ja. Alles wieder gut. Wir brauchen aber irgendwie noch einen Bauplan, fällt mir gerade wieder ein. Und den Fabrikator, aber irgendwie komme ich nicht zum Fabrikator gerade hin. So. Dich postiere ich. Ja, das war auch ein Fehler. Falsche Richtung. Doch, ist richtig rum. Wer bist du denn? Hallo? Officer Hayashi, Dr. Yu. Ja, ganz toll. Kurz und bündig. So, das Geschirr. Geschirr? Habe ich das Ding gerade als Geschirr So, da du jetzt verletzt bist, kommst du in die Mitte. Alle sind auf meiner Seite. Nominal. Ich gehe mal nochmal zu der Sarah hin und bequatsch die nochmal. Hallo? Hallo? Sarah? Die stirbt doch fast. Sorry. Ja, okay. Das war ja irgendwie doof. Kann ich mit dir reden? Respektieren nicht mal unsere Toten. Nö. Was ist mit dir? Hi? Hi? Ich habe sie stundenlang beobachtet. Und weiß immer noch nicht, wie viele es sind. Sie könnten alles sein. Jeder. Warum ist da Weber... Warum sind die auf einmal blau, wenn sie eigentlich rot bei mir sein müssen? Leute... Scan abgeschlossen. Das verstehe ich nicht. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Was ist mit dir? Mit dir kann ich auch nicht mehr reden. Dann heißt es wohl Frachtraum, aufmachen. Verstecke ich mich. Hi. Garantiert nicht. Seid ihr bereit? Keine Bewegung. Raum ist sicher. Wir können hier nicht ewig warten. Die Besatzung braucht vielleicht unsere Hilfe. Ja. Gut dann. Hatte ich nicht einen Code? Jetzt, hä? Charakteranpassung benötigt. Aber ich hatte doch... Hatte ich nicht einen Code von irgendjemandem bekommen? Versand und Eingang. Ich... Ich bin... Ich muss noch immer alle...
Konnte ich nicht... Aber ich habe 3 Stück jetzt geholt. Sind das jetzt... Wartet mal, ich konnte doch... Aber ich kann mit der gerade auch nicht reden. Das habt ihr ja gesehen, oder? Hallo? Sarah? Was ist das denn? Das habe ich gar nicht gesehen. War ich das? Nee, oder? Die haben wir ja schon runtergeladen. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier schon wieder hin und her tacke. Aber ich habe doch hier ein... Kapier ich nicht. Nein, ich muss oben. Ich gehe nochmal unten. Vielleicht habe ich ja irgendwo aus... blöden Zufall irgendwo was vergessen. Wartet mal. Da habe ich nichts vergessen. Habe ich hier was vergessen? Ja, ja, das ist toll für dich. Ach, guck mal. Nicht ausfahren! Oh, das Ding ist doch böse. Kann ich doch nicht machen. War mir irgendwie aber klar, dass wir das vergessen haben. Hallo? Nicht ausfahren. Müsste ich das dann oben nochmal ausfahren. Ach, wartet mal. Ich wollte ja mal hier ran. Bewege mich. Mach das. Nein. Was brauchen wir denn dazu? Oh, Moment. Wartet mal. Nein. Nö. Okay, ah, guck mal, hier haben wir noch was. Eigentlich kann ich das Gewehr wegmachen, oder? Ist beides dasselbe, nur dass die besser ist. Oder auch. Nee, die ist besser. Scheiß drauf. Werde ich irgendwann bereuen. So, kann ich? Was es auch immer ist, ich weiß nicht, was. Musik? Nicht ausfahren. Aber jetzt gleich ausfahren. Die Dinger sind auch so schnell. Ich gehe mal unten lang. Na, komm her. B. Alter, nach oben. Wie? Bitte noch. Gut, der ist jetzt auch wieder auf unserer Seite. Das ist toll. Tragen. So, dann müssten wir aber doch hoffentlich jetzt alle haben. Da liegt da unten noch was. Ich sehe es nicht. Gegensteuern. Guck mal, die beiden Verletzten packen wir in die Mitte hin. Du kommst mal ein bisschen weiter. Hier hin. Automatisches Auslöschergeschütz 0.7.6 online.
Ich hoffe, die sind so gut aufgestellt. So, dann gehen wir noch mal zu Sarah. Och, hallo. Sarah. Schön, Sie zu sehen. Hi. Sarah? Hallo? Sarah? Gutschigu. Ah, leg mich doch. Und wie sagt klein Sarah nichts mehr, kann das sein? Hallo? Ich weiß nicht, wer die Fluchtkapseln in der Lebenserhaltung warten sollte. Aber hoffentlich hat er den Preis für seine Nachlässigkeit gezahlt. Haben Sie dieses goldene Zeug gesehen, das Sie machen? Wunderschön. Aber Doktor, es macht mir Angst. Wie auch immer, Chief Elazar erwartet Sie. Hier kommt nichts vorbei. Ah, seid ihr mal da nicht so sicher. So, Chief Elazar wartet jetzt auf mich. So, dann gehe ich nochmal zu ihr hin. Hallo, schön, Sie zu sehen. Wie viel brauchst du denn? Hallo? Wenn ich die jetzt nochmal attackiere, sieht es übel mit dir aus. Habe ich unten irgendwo noch... ich bin auf der anderen Seite irgendwo was vergessen. Das kann doch nicht sein. Kann doch nicht. Hallo. Jo, ganz toll. Und die macht ja die Tür nicht auf, solange... nö. Aber wir haben doch alles. Bin ich ein bisschen... Was will denn die Gute noch? Rast mir doch nicht gleich so aus, Kollege da oben. Pardon. Wie gesagt, das verstehe ich gerade nicht, was ich jetzt hier machen soll. Da komme ich komischerweise raus, aber was wollen die jetzt noch von mir? Oder ich finde einen anderen Weg, die Türen zu öffnen. Ich wüsste nämlich jetzt nicht, was ich der Guten jetzt machen. Operator nähert sich. Passen Sie bitte auf. Ja, ja. Hallo, mach doch mal auf. Arschgeige. Nö, wüsste ich nicht wie, Leute. Ach, ich muss ja auch das... Jetzt mal wieder zumachen. Das war knapp. Komme ich da oben irgendwo hin? Hm.
Ich weiß echt nicht, was die jetzt von mir noch will. Die quatscht ja noch nicht mehr mit mir. Vielleicht suchen sie stabile Körper. Wirte. Sie wollen in uns leben. Wie eine Krankheit. Hallo. Ich könnte es ja auch irgendwie hacken, aber... Hallo. Guck mal, der mag mich immer noch. Das hab ich nicht. Hier. Ich bin bereit, Dr. Yu. Ich auch. Ich bin auch vollkommen motiviert und bereit. Ich glaube nicht, dass diese PPN-Pistolen uns weiterhelfen. Aber was anderes haben wir nicht. Ach. Muss ich das irgendjemand? Du willst es nicht? Du willst es nicht. Ich nehme den jetzt einfach mal mit zu. Hallo, schön Sie wiederzusehen, Dr. Hi. Guck mal. Quatsch mit mir. Gibt's doch nicht. Sie gibt's doch nicht. Was soll ich denn jetzt hier machen? Irgendein Baum. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ja, sag mir den Weg und dann ist alles super. Hier. Da. Bereit zum Scan. Ernsthaft? Platziere zwei, was? Sende Fehlerprotokoll. Ernsthaft? Oh, Leute, ist... Tun wir es. Ich bin bereit, es krachen zu lassen. Schieb das Ding da nicht weg, du blöder Hannelore. Hoffentlich ist der Medizin-Operator einsatzbereit. Den werden wir danach brauchen. Officer Maddox bereit. Bitte Techniker kontaktieren. Passt auf eure Ernst. Munition? Check. Luft? Check. Hosen voll? Check. Zu heizen. Hier ist der Code für Frachtraum B. Ernsthaft? Und ich dacke hier die ganze Zeit rum, du blöde Göre! Ich schließ mich gleich da hinten ein. Oh, Leute. Ihr solltet speichern. Ich hätte die einfach nur da vorne hinpacken brauchen. Gut, jetzt geht's endlich los. Oh, falsch. Wartet mal. Das war knackig. Hatte seit der Evakuierung im Mittleren Osten nicht mehr so viel Action. Das war's? Suche nach Ablenkung. Mann, hab ich's vermisst zu kämpfen. Und ja, gleichzeitig gar nicht. Ganz toll. Wow. Die ganze Zeit umsonst hier rumgedackelt. Ja, ich mach mal kurz ein Upgrade meiner... Genau die.
Ach, die kann ich ja gar nicht. Oh, na egal. Jawohl. Was ist mit der? Die ist noch ein bisschen... Ja. Hier, bitte. Bitte. Wo ist denn... Das kann ich nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Einfach mal die ganzen Waffen auftunen. Gut. Wir kommen auch endlich mal weiter. Naja. Gibt's hier irgendwas? Wird gespeichert, sag bloß ich. Da wird sicher noch ein Vieh rauskommen. Kann ich mal? Danke. Oh, ja, genau. Einfach seitlich rein. Oder nach oben. Ich frage mich, was hier drin ist. Sicher was sehr, sehr Böses. X. Und dafür brauchte ich jetzt einen Code. Hier irgendwas? Nöp. Das Ding ist komplett zu. Ach, hier. Oh, das sind ja Kisten. Gut, die haben wir. Die haben wir da hinten auch. Ah, guck mal. Was wohl hier hinten? Ah, irgendwann wird dann Vieh raus spazieren und sagen, hi! Schön, dass du da bist. Nix, aber hier... Hier bekommt man richtig viel... Kann ich ja wieder zu den Fabrikator. Genau, und mir noch ein paar Waffen machen. Nö, hier gibt's nichts. Oh, oh, PC, warum ruckelst du? So, lass mal schauen, was wir hier drin haben. Oh. Na komm, hoch mit dir. X. Schrotflinte, was? Andere Seite, habe ich doch das richtig gesehen? Was ist das denn? Nichts. Ich glaube, da hinten müssen wir hin. Ich möchte aber gerne noch mal zu den Fabrikator. Lässt er mich da... Und ich habe noch viel mehr auf Lager. Nö. Alter, warum ruckelst du auf einmal so, PC? Ich gehe mal zur Blondine da oben hin. In Klammern, sie ist nicht blond. Hallo. Wir sollten hier jetzt erstmal sicher sein. Wenn Sie noch mehr Überlebende finden, dann schicken Sie sie hierher. Hast du so ein Pipi?
Falls Sie in mein Team wollen, sobald wir dieser Todesfalle entkommen sind. Warum nicht? Aber ich wäre Ihr Boss. Und ich bin nicht so nett, wie Sie vielleicht glauben. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie mal zum Sicherheitsdienst wollen. Nein, kann danke. Ein gutes Wort für Sie einlegen. Hallo. Gut, dann muss ich eben die Großen... Ist Tamiko in Ordnung? Tamiko! Kein Zeichen von Typhon-Aktivität. Beginnen mit Säuberung des Bereichs. Wo kommt ihr denn auf einmal alle her? So, ich gehe mal hier unten hin. Warum der PC gerade so dermaßen ruckelt, habe ich keine Ahnung. Genau. Wie viel Gewehr habe ich denn noch? 78. Nee, das ist Pistole, oder? Wo ist ein Gewehr? Da oben. Gewehr. Kann ich nicht machen. Gut. Alter, hör auf zu zurückgehen. Ich mal den Weg hier. Oh, oh Gott. Geschafft. Wir gehen ein bisschen schnell. Hallo, schön Sie zu sehen. Hi. Was machst du denn da? Huch. Ich möchte irgendwie... Möchte ich ein... Nö. Dann sende mal. Mich irgendwo hier oben ran. Das gehen wir hier rein. Okay, Leute, aber ich würde sagen, das mache ich in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, was hinter der Tür kommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und bis dann.